den Schulklassen gesehen haben, lassen schon darauf schließen, dass das viele dieser heranwachsenden Menschen nicht unberührt lässt. Aber ganz deutlich zeigt sich das an der Zahl jener, die die Kinder- und Jugendpsychiatrie aufsuchen. Dort kommt es zunehmend zu der Situation, die man an den Intensivstationen vermeiden will, und zwar zu einer Triage. Die Ärztinnen und Ärzte am Wiener AKH müssen also entscheiden, wer zuerst behandelt wird. Die Kinder- und Jugendpsychiatrie am Allgemeinen Krankenhaus in Wien. Seit Jahresbeginn steigt die Zahl der Patienten hier besonders stark. Und es sind vor allem Kinder und Jugendliche aus stabilen familiären Verhältnissen, die vor einiger Zeit noch völlig gesund waren. Und die jetzt an schweren Depressionen, akuter Selbstmordgefahr oder schweren Essstörungen leiden. Die Betten sind voll, jetzt muss selektiert werden, wer behandelt wird und wer warten muss. Wir müssen im Endeffekt dafür Sorge tragen, dass die Patienten und Patienten, die einer stationären Behandlung am dringendsten bedürfen, natürlich vorgezogen werden. Was auf der anderen Seite heißt, dass Patienten und Patienten, die das auch brauchen würden und davon profitieren würden, nachgereiht werden. Und wir sind jetzt momentan tatsächlich schon bei einer Wartezeit von bis zu 3 Monaten. Laut einer aktuellen Studie leidet mehr als die Hälfte der Jugendlichen und jungen Erwachsenen mittlerweile an depressiven Symptomen. Und? Die Vermutung liegt nahe, dass das schon noch eine längerfristige Auswirkung haben wird, dass die nicht von heute auf morgen vorüber sein wird, auch wenn wir die Pandemie in den Griff bekommen. Die besonders schweren Fälle haben sich demnach nahezu verzehnfacht. Wir haben jetzt vermehrt Jugendliche, die wirklich sagen, mein Akku ist leer, ich schaffe diesen Schritt aus dem Bett gar nicht mehr. Also für die ist schon eine große Überwindung war, überhaupt zu uns zu kommen. Erste Anzeichen sind Schlaf- und Essstörungen sowie Freudlosigkeit. Bei Suizidgedanken sollten Eltern umgehen.